Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Vorlesung Business Intelligence. In diesem Video geht es um SQL und NoSQL Datenbanksysteme und um Beispiele dazu. Kommen wir zuerst dazu, was NoSQL ist und welchen Einsatzbereich es hat. Wenn wir uns existierende Datenbanksysteme angucken, die so auf dem freien Markt verfügbar sind, dann sehen wir auf der linken Seite eine relationale, eine SQL-Welt. Von Datenbanken, die Sie bereits kennengelernt haben, MySQL zum Beispiel, Oracle, Postgres oder Sybase, sind typische strukturierte Datenbanken, die dafür gedacht sind, Daten, numerische Daten oder Textdaten oder Attribute gezielt und geordnet abzulegen. Auf der anderen Seite haben wir sogenannte NoSQL-Datenbanken, die ganz anders aufgebaut sind. Dazu gehört Document Storage Datenbanken, es gehören Graph-Datenbanken dazu, es gehören spaltenorientierte Datenbanken dazu, sogenannte Column Stores, oder spezielle Datenbanken, die auf XML aufbauen. Was sind denn das auf einmal für welche und warum muss es die überhaupt geben? Das liegt an den Grenzen von SQL. Wir haben immer größere, immer variantenreichere Datenmengen. SQL-Datenbanken sind eben aufgebaut auf das Vorliegen von strukturierten Daten. Aber sie sind unflexibel, weil sie von vornherein festgelegt werden. Das Datenbankschema bleibt einmal bestehen und sollte dann möglichst auch nicht wieder angefasst werden. Und wenn wir flexiblere Datenbanken haben wollen, dann kommen wir mit SQL-Datenbanken schnell an Grenzen. Bei großen Datenmengen ist SQL wenig performant. Denken Sie zum Beispiel an große Joins. Und bei hohen Datenmengen horizontal, das heißt mit vielen, vielen Spalten, skaliert das auch schlecht, denn Sie müssen sich jede Spalte, jedes Attribut einmal angucken. Also sowohl wenn die Breite von Datenbanken, von Tabellen zunimmt, als auch wenn die Länge von Tabellen zunimmt, haben wir ein Problem bei SQL-basierten Datenbanken. Die Beziehungen sind aufwendig zu realisieren. Sie haben das ja bei den Beispielen schon gesehen. Wir brauchen immer noch eine Tabelle zwischendrin, welche die Schlüsselattribute der ersten und der zweiten Tabelle miteinander verknüpft. So wie beispielsweise bei Studenten höheren Vorlesungen, da ist Hören eben eine dritte Tabelle, was automatisch heißt, dass wir zwei Joins haben, nämlich Studenten hören und Vorlesungen hören. Und damit wird das Ganze etwas schwierig und eben wenig performant. Also, was hat man sich jetzt überlegt? Nicht-relationale Datenbanken, das NoSQL steht für Not Only SQL, können helfen. Man weicht also diesen Paradigma der SQL-Strukturierung auf und geht in andere Arten von Datenbanken, beispielsweise solche, die dokumentenorientiert sind, die strukturierte Datensammlungen haben, die aber eben nicht als Tabellen vorliegen, sondern zum Beispiel in Word-Dokumenten, in RDF-Dokumenten, in JSON-Dokumenten. Wir haben Datenbanken mit Baumstrukturen, in denen die Elemente mit einer bestimmten Form miteinander verknüpft sind. Wir haben sogenannte Key-Value-Datenbanken, in denen wir einfach nur einen Schlüssel haben und dann einen langen Wert, der vielleicht auch ein Fließtext sein kann. Wir haben spaltenorientierte Datenbanken, die Excel-Tabellen ähneln, allerdings mit beliebigen Schlüsseln, die auf beliebige Key-Value-Paare angewendet werden können. Schauen Sie einmal nach den Begriffen, die Sie hier sehen. Da gibt es eine ganze Menge von beispielhaften Datenbanken, die sehr offensichtlich völlig anders sind als unsere bekannten SQL-Datenbanken. Also, was machen Not-Only-SQL-Datenbanken oder No-SQL-Datenbanken? Zuerst einmal ist das zugrunde liegende Datenmodell nicht relational. Das heißt auch, beispielsweise die Normalformen gibt es an der Stelle nicht. Diese Systeme sind auf eine horizontale Skalierbarkeit, also Geschwindigkeit ausgerichtet. Und viele Strukturelemente, die uns Konsistenz und Klarheit in SQL-Tabellen bringen, sind bei den NoSQL-Datenbanken wegen der schnelleren Laufzeit ausgeblendet oder einfacher gemacht. Viele NoSQL-Systeme sind Open Source. Das ist aber im Trend der Zeit. Sie finden auch Systeme von großen Anbietern wie IBM zum Beispiel und in dem Bereich. Die Systeme sind schemafrei oder haben nur schwächere Schemarestriktionen. Das ist das, was ich gerade eben schon sagte. SQL hat eben eine sehr harte Geschichte, eine sehr harte, klare Darstellung, warum es ein Schema, ein Datenbankschema geben muss, warum sich dieses auch über die Zeit nicht ändern sollte. Das ist bei NoSQL-Datenbanken eben anders. Die kann man über die Zeit verändern oder eben noch weitere Fließtextdokumente reinbringen, die vielleicht ganz anders aufgebaut sind.
Die meisten SQL-Systeme haben eine verteilte Architektur. Das liegt im Trend der Zeit, liegt im Internet, können Sie vieles replizieren. Das war beim Erstellen von SQL in den 70er Jahren noch gar nicht angedacht. Deswegen ist das nicht Teil dieses Systems. Die haben eine einfache API, auf die man zugreifen kann. Deswegen sind nur SQL-Datenbanken, zum Beispiel im E-Commerce, Sie haben es ja gerade gesehen, Amazon, sehr gebräuchlich. Und sie haben auch nur eine schwache Konsistenz. Das heißt, es gibt keine Prüfung, ob Daten wirklich übereinstimmen. Wenn ja, kann es kann also sein, dass sie zum gleichen Eintrag, zum gleichen Key, unterschiedliche Values an unterschiedlichen Stellen in dieser Datenbank liegen haben. Damit müssen sie irgendwie umgehen können. Also Vorteile und Nachteile von nur SQL-Datenbanken sind also welche, dass diese im Vorteil, dass diese etwas besser skalieren, also besser mit sehr großen Datenmengen umgehen können. Sie sind damit Big Data fähig, etwas, was SQL-Datenbanken gar nicht können. Sie haben vielleicht etwas geringe Betriebskosten, weil sie halt eben Open Source sind, aber das ergibt sich dann, wenn sie eben entsprechend Manpower reinstecken müssen, Programmierkapazität, um mit diesen komplexen Datenbanken umzugehen. Es gibt flexible Datenmodelle, das ist sehr schön, man kann also die Sachen verändern. Die Nachteile davon sind aber eben, es gibt eine fehlende Konsistenz, das heißt, eine Widerspruchsfreiheit ist nicht in der Logik der Datenbank, des Datenbankaufbaus selber angelegt, sondern das müssen Sie künstlich herstellen, durch ständige Qualitätsläufe, durch ständiges Überprüfen, und es gibt eben auch keine Normalisierung, was wir als großen Vorteil der relationalen Datenbanken bereits herausgestellt hatten. Ob man das eine oder das andere nutzen soll, hängt von den Anforderungen ab. Und wenn Sie richtige Datenbanken verwenden, dann werden Sie eigentlich relativ schnell merken, die haben meistens eine grafische Benutzeroberfläche, sodass gar nicht klar ist, ob darunter sich eine SQL oder eine NoSQL-Datenbank verbirgt. Aber viele Datenbanken, die es gibt, haben eine SQL-Möglichkeit. Zum Beispiel die vom Statistischen Bundesamt, von DStatis, wenn Sie auf die zugreifen wollen, da gibt es tatsächlich in diesen Tabellen SQL-Möglichkeiten drunter. Die sind für Sie als normaler User aber nicht zugänglich, aber Leute, die sich professionell damit beschäftigen, können auf diese Daten mit eigenen SQL-Abfragen zugreifen. In ähnlicher Art und Weise die vom Europäischen Statistikamt, die Daten, oder auch welche von Statista, welches ein kommerzielles Portal ist und welches auch eine API hat, mit der Sie darauf zugreifen können. Probieren Sie also gerne einmal von diesen Online-Datenbanken ein paar aus und bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie Sie mit Datenbanken, die mit Attributen und Zeilen orientiert sind, also eher SQL-artigen Datenbanken, umgehen können und wie man in diesen navigieren kann. Damit sollten Sie jetzt beantworten können, was NoSQL ist, welchen Einsatzbereich hat es und vielleicht am praktischen Beispiel von ein, zwei Online-Datenbanken auch einmal gucken können, wie so eine Datenbank in Zugriff funktioniert. Das war's für heute. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.